Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Bus-Simulator. Ja, gestern war es soweit. Gestern kam der neue DLC, der MAN-DLC ist da. Ganze 5,99 € kostet das Ganze. Wir wollen uns das heute mal ein bisschen anschauen und vielleicht in den nächsten ein, zwei Folgen. Aber nicht nur der Bus-DLC ist erschienen, sondern auch ein neues Update. Unter anderem sehen wir jetzt nämlich jetzt im Menü, nämlich da unten Nachrichten oder Neuigkeiten anzeigen. Können wir das Ganze jetzt hier machen? Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel MAN Buspaket 1 DLC ab sofort verfügbar. Mit dem Bus-Simulator MAN Buspaket 1 DLC stehen ab sofort gleich 3 neue Busse des beliebten deutschen Herstellers MAN für euch bereit. Während sich der 10,50 Meter lange MAN Lion City A47 und der 11,98 Meter lange MAN Lion City A21 hervorragend für den Betrieb in den engen Gassen der Altstadt eignen, bietet der 17,98 Meter lange MAN Lion City A23 Gelenkbus reichlich Sitzgelegenheit für Fahrgästen auf den Hauptverkehrswegen der fiktiven europäischen Stadt Seaside Valley. Der MAN Buspaket 1 DLC ist ab sofort über den brandneuen DLC-Shop des Spiels sowie direkt im PlayStation Store erhältlich. Wie gesagt, 5,99 € kostet das Ganze. Schauen wir mal hier rein. Hier können wir nämlich schnell mal nachgucken. Dort finden wir dann zukünftig jetzt die ganzen DLCs. Ja, es kommen ja noch ein paar. Sind noch ein paar angekündigt worden. Da seht ihr hier, da haben wir den MAN Buspack 1 DLC. Wie gesagt, und was das ist, das wollen wir uns heute mal in der Folge anschauen, denke ich mal. Und von daher würde ich sagen, springen wir doch mal in unsere Firma und schauen doch mal, ja, was das Ganze so kostet in-game-technisch und um was für Busse es sich handelt. Es ist natürlich nicht der Vorbestellerbus dabei, das muss ich hier schon mal vorab sagen. Von daher guckt er da leider wieder mal ein bisschen in die Röhre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Ganze echt überhaupt nicht veröffentlichen. Lassen wir uns überraschen. Aber wie gesagt, auch ein neues Update. Muss man jetzt mal gucken. Ich habe jetzt zwecks des neuen Updates jetzt nicht wirklich was finden können, tatsächlich, was es so Neues so gibt. Ich kann mal währenddessen, der hier erlädt hier, PS4, vielleicht finde ich ja jetzt noch schnell was. So, ja, das wäre natürlich schön, wenn du mir das hier ausmachst. Vielleicht finde ich ja da irgendwie ein paar Neuigkeiten. So, genau, es geht hier um den Buspack DLC. Ach, jetzt nicht. Ja, das war's aber tatsächlich. Man findet nichts irgendwie über die News. Ich gucke gerade mal. Nee, haben sie nur noch für PlayStation und Xbox. Hier, guck mal, hier, Release Notes, Bus Simulator Update 2.13 für die PS4 1303 Xbox One. In-game New Futures für Konsole, das haben wir ja gerade gesehen. Ihr wollt in Sachen DLCs und Neuerungen stets auf dem neuesten sein. Im Hauptmenü erhaltet ihr über die News-Funktion die aktuellsten Nachrichten. In-game DLC-Shop im Hauptmenü und im Busdepot findet ihr nun eine Option, mit der ihr direkt aus dem Spiel heraus alle bereits verfügbaren DLCs einsehen und per Knopfdruck auf die dazugehörige Store-Seite zugreifen könnt. Scaling für Future für Xbox One. Sollte bei euch die Bildschirmanzeige an den Rändern des TVs abgeschnitten sein, könnt ihr die Anzeigeeinstellung nun mit Hilfe des Scaling-Features anpassen. Fehlerbehebung und Spielverbesserung, diverse Optimierung zur Behebung von Problemen mit der Größe der Spielstände sowie zahlreiche kleinere Bugfixes und Spielverbesserungen. Das ist also das neue Update, ja, welches noch mit dazugekommen ist für den Bus-Simulator. Schauen wir mal. Tatsächlich bin ich jetzt nicht gerade so begeistert. Ich guck mal. Qualität. Ja, genau, Qualität. Und genau, Konservation. Bla, 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 bla. Nö, hier haben wir jetzt nichts. Okay. Dann schauen wir mal uns im Busdepot um. Gucken mal hier im Shop. Dort können wir sie direkt kaufen. So, also das ist klar. Hier haben wir den A37. Ne? Aber ich glaube, die neuen, die müssten ja hinten sein. Das ist der CNG. Ne? Also das ist schon, hier sehen wir oben an diesem riesen Teil da. Der A47, der ist schön klein und wendig hier. Ne? Zwei Türer. Den A21, auch dieser ist, ja. Und den A23. Also ihr seht, es ist eine ganze Latte an Bussen dazu gekommen. Also mit dabei war jetzt also der A47,
Also, der ist mit dabei im Preis. Wir haben den A21. Dieser ist im Preis mit dabei. Und wir haben den A23 Gelenkbus. Also, wo war er jetzt? Wo hat man den gerade? Nein. A23 Gelenkbus. Dieser eben. Also, diese drei Dinger sind also mit dabei im Paket. Wie genau. Und die wollen wir uns jetzt halt in der heutigen Folge und vielleicht morgen in der nächsten Folge, übermorgen in der nächsten Folge uns mal anschauen. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen die direkt mal jetzt alle drei und schauen uns doch mal den kleinsten der Vehicles an. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal noch schnell nochmal hier. So, also A21, A47 haben wir jetzt, A21 kaufen wir mal noch. Und den A23 kaufen wir mal noch. Das war wirklich der A23, ja, Gelenkbus. Genau. Somit haben wir die und wir gehen mal jetzt hier in unseren Streckenplaner und dann haben wir gesehen, ich habe gar nicht auf den Preis geachtet, muss ich ganz ehrlich gestehen gerade. Lass uns mal kurz mal reinschnuppern. Der kostet 450.000, der kostet 350.000 und der kleinste kostet 175.000. Das ist eigentlich ein geiler Einstieg, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt jetzt mit einem Mercedes anfangen will, wie wir ja hier sehen, mit dem Citaro K, sondern mit MAN. Aber es ist natürlich immer noch ein Preisunterschied von 120.000 zu 175.000. Ja, muss man halt immer mal gucken. So, gut, Streckenplaner. Wir suchen uns jetzt mal hier eine kleine Linie aus. Komm, nehmen wir die Riesengasse Oakville Zentrum. Und dort wählen wir mal jetzt hier unseren Bus aus. Zip. Ja, wir haben ein paar Busse. Es tut mir leid. Oh, wir hätten auch ruhig mal die Weiterschaltung machen können. Manchmal weiß er gar nicht mehr, bewegt er sich noch? So, hier haben wir den A47. Jetzt schauen wir mal, Wetter, Uhrzeit. Hier wird sich ja wahrscheinlich nichts geändert haben. Bus-Tool-Event aus, Fahrkartenverkauf, machen wir hier aus. Wollen wir heute keinen Fahrkartenverkauf. Wetter, bitte Tag, wenn es geht. Und sonst haben wir alles. Fahrt beginnen. So, da haben wir ihn. Der A47. So, wir springen mal kurz mal hier raus, damit wir hier nochmal so ein kleines Bildchen machen können, ne? Also das ist der A47. Oh. Ein weiterer MAN-Bus jetzt, wie gesagt, für den Bus-Simulator. Wenn wir mal hier reingehen, ja, sehen wir natürlich. Ihr könnt natürlich auch für den vorhergekommenen DLC, diesen Inneneinrichtungs-DLC, die könnt ihr hierfür alle benutzen, ja? Also das funktioniert schon. So, machen wir mal hier auf D machen und los geht's. Ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen besseres Update gewünscht. Das Update gab es natürlich auch für den PC, also nicht nur für die PlayStation 4 und die Xbox One. Also auch da solltet ihr da vielleicht mal reinschnuppern, falls ihr da auch ein paar Probleme hattet, zum Beispiel jetzt auf... ich sag mal jetzt der PC-Version. Und 5,99 muss ich sagen. Ja klar, man hätte jetzt 5,99 ist immer so ein doofer Preis, weißt du? Es gibt 5-Euro-Karten und es gibt 10-Euro-Karten. Es gibt aber keine 5,99-Karten. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ihr müsst da ein bisschen mehr Geld kaufen, damit ihr euch diesen DLC hier holen könnt. Tatsächlich, ich muss mir den auch kaufen. Ich krieg die jetzt hier auch nicht von Astragon oder sowas. Ja, also nicht, dass ihr euch wundert hier. Auch wir müssen das Ganze bezahlen, kaufen. Nichts geschenkt hier. Aber wir haben den Bus-Simulator jetzt schon so weit gut angerissen, dass ich es mir einfach nicht mehr nehmen lasse, dass wir jetzt hier neuere Sachen hier auch zeigen. Also die Bremsen sind ein bisschen schwammig. Da könnte vielleicht noch ein bisschen was mehr gehen, finde ich persönlich. Ja, wie gesagt, kleiner Bus. Wie gesagt, hier ist glaube ich das Radio. Hier können wir die Musik wieder anmachen. Ja, falls ihr Musik hören möchtet. Und tatsächlich sieht das ein bisschen... Hinten sieht es ein bisschen komisch aus. Ja. Naja. Wir müssen geradeaus weiter. Die Oma hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Hier muss ich raus.
Ambator. Ah, hier ist die Baustelle. Ja, unser Betrieb lebt noch. So. Genau. Ja, den anderen DLC hier mit den Inneneinrichtungen, die musste ich euch jetzt natürlich nicht so ewig elendig lang zeigen. Ist halt so ein kleiner, feiner DLC. Wie gesagt, das Ganze, was wir da in der letzten Folge gemacht haben, praktisch könnt ihr jetzt hier in dem Bus halt auch benutzen. Und der funktioniert wohl in allen MAN-Bussen. Jetzt als nächstes müsste dann der Mercedes, glaube ich, kommen. Ich glaube, da gab es auch noch einen DLC. Wenn mich jetzt nicht mehr so 100% alles täuscht. So. Gesundheit. Das wird jetzt hier nicht eine allzu große Tour hier. Ja. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja. Also ich finde, solche Spiele kann es jetzt echt öfter geben auf der Konsole. Das ist eine total gute Umsetzung gewesen. Und ich hoffe, dass Still Alive da auch in Zukunft dranbleibt und an die Konsole mitdenkt. Dass wir da zukünftig jetzt auch auf den Konsolen einfach keine Abstriche mehr machen müssen gegenüber dem PC oder sowas. Ja. Dass auch Simulationen auch auf den Konsolen möglich sind und tatsächlich auch spielbar sind. Ich meine, bei Train Sim World ist ein bisschen hart. Da fehlen mir zu viele Funktionen auf dem Gamepad. Da muss man mal gucken, ob ich das noch irgendwie eingeschaltet bekomme oder sowas. Mich mal schlau machen. Also man hat den doch auf dem PC schon deutlich mehr zu tun, ja, als wie zum Beispiel hier auf der Konsole. Pferdemühlengasse. Ja, sonst haben wir hier natürlich, ne, wo wir hier Fenster auf und zu machen können. Können das Rollo runterlassen, hier die Sonnenblende hier so, ne? Also auch das alles funktioniert auch in dem DLC-Bus. Danke, danke, danke. So, also ihr seht, er kommt auch gut an. Der neue Bus. So. So, alles einsteigen. Tschüss. 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 Das Wetter ist einfach wundervoll. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns dann
die anderen beiden Busse noch anschauen. Ne, aber somit habt ihr zumindest schon mal den Eindruck, den Blick, was in dem DLC so alles dabei ist. Oh Gottes Willen. Das war jetzt nicht so schön. Da waren wir ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zu schnell in der Haltestelle reingefahren hier. Bisschen unterschätzt. Ein bisschen unterschätzt so von der Lenkung her. Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Ja, dann hast du jetzt ein Stück zu laufen, würde ich sagen. Der muss ja ganz schön hochkämpfen hier. So. Alle drin? Na denn, geht's weiter. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. So. Ach verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Zentrum, Endstation. Bitte alle aussteigen. Wild. So Leute, damit haben wir es. Das war also die kleine Fahrt hier mit dem kleinen Süßen hier. Mit dem MAN. So, wir können natürlich die Busstrecke sofort verlassen. Das wollen wir auch tun. Oh. Wie war denn das jetzt? Ah, so war das. Gott, schon wieder komplette Steuerung verlernt, ja? Eine Kollision, oh, leider. Naja, 18.000 ist immer noch zufrieden. So. Ja gut, ich würde sagen, nächste Folge geht's weiter. Schauen wir uns die anderen beiden Busse an. Wenn euch die Folge gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. 5,99 €, ja oder nein? Ist es ein fairer Preis oder sagt ihr, es ist viel zu teuer für nur 3 lächerliche Busse? Dann notiert das unten in die Kommentare. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen und uns die nächsten beiden DLC-Busse hier anschauen. Also von daher unbedingt wieder einschalten, wenn ihr das sehen wollt, was hier noch so auf uns wartet im Bus-Simulator. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!